Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Produkttest und zwar mit einer Marke, mit der ich schon seit mehreren Wochen jetzt ein bisschen liebäugel, und zwar ist das Jessie Curl. Ich habe mir von Jessie Curl jetzt mal zwei Produkte bestellt. Ich habe hier einmal eine Styling Potion, also quasi eine Cream, ein Leave-In, und dann habe ich mir dazu auch noch ein Styling Gel bestellt. Also ich habe hier wieder eine Cream und ein Gel. Das ist auch meine Lieblingskombination. Ich benutze eigentlich immer irgendeine Cream und dann entweder ein Schaumfestiger oder ein Gel. Und heute sind es die beiden hier geworden. Ich zeige euch die aber nochmal kurz einzeln. Und zwar habe ich hier das Rocking Ringless Styling Potion. Dieses Produkt soll die Locken so ein bisschen hervorheben. Also es soll sie schon stärken, damit die Lockenstruktur etwas herauskommt. Was ich interessant finde, ist, dass das ein Produkt ist, was man vor der Nutzung schütteln soll. Und bei den Anwendungshinweisen steht auch drauf, dass hier eventuell ein Cast entstehen kann. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn es schon durch diese Styling Potion zu einem Cast kommt und dann noch in Verbindung mit dem Gel, könnte das sehr interessant werden. Ansonsten steht hier noch drauf, dass es nicht an Tieren getestet wurde und vegan ist. Und es ist zudem auch noch Curly Girl Safe, also man kann es auf jeden Fall auch für die Curly Girl Methode verwenden. Und hier habe ich einmal das Spirulicious Styling Gel. Hier steht schon direkt vorne drauf, dass es ein Gel ist, was den ganzen Tag Halt bieten soll. Es soll Frizz minimieren und es ist für alle Haartypen geeignet. Auch hier steht bei den Anwendungshinweisen wieder, dass man es vor der Nutzung schütteln soll. Hier wird auch wieder von einem Cast gesprochen, den man hinterher auscrunchen sollte. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Und hier gilt das gleiche wie bei dem anderen Produkt. Es wurde nicht an Tieren getestet, es ist vegan und es ist auch für die Curly Girl Methode geeignet. Das sind also die beiden Produkte, um die es heute geht. Ich habe mir mal von beiden die Travel Size geholt, damit ich die einfach mal so austesten kann. Wenn ich die wirklich gut finde, dann werde ich mir wahrscheinlich genauso wie bei der Giovanni Leave-In Conditioner Cream auch nochmal die größere Größe holen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal direkt an. Wie bei jedem Produkttest sind meine Haare frisch gewaschen. Ich habe nichts in den Haaren drin. Kein Öl, kein gar nichts. Also es ist wirklich hier alles natürlich. Die Haare sind aber leider schon wieder so ein bisschen am Trocknen. Das heißt, ich werde gleich wieder mit meiner Sprühflasche arbeiten. Aber vorher werde ich mir die erstmal wieder so wie immer einteilen. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach mal so mit den Fingern einmal durch und trenne mir quasi einmal die Mitte meines Hinterkopfes ab. Und den oberen Teil klemme ich mir dann kurz weg. So, und jetzt werde ich mir diese Partie hier erstmal wieder mit meiner Sprühflasche so lange nass sprühen, bis ich wieder das Squish-Geräusch in den Haaren habe. Das habe ich jetzt noch nicht drin. Ich zeige euch aber gleich auch nochmal, wie sich das anhört. So, das Squish-Geräusch ist wieder da und das hört sich so an. Jetzt habe ich also genug Feuchtigkeit in den Haaren, sodass ich das Produkt mit der Feuchtigkeit verbinden kann, leichter bzw. tiefer ins Haar eindringen kann und nicht einfach oben auf dem Haar drauf liegen bleibt. Jetzt werde ich die Styling Potion einarbeiten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das für eine Textur ist, aber ich werde mich erstmal an die Anwendungshinweise halten und das Produkt kurz schütteln. So. Okay, interessante Farbe auf jeden Fall. Irgendwie habe ich mit einer weißen Farbe gerechnet, aber hier sind ja auch Leinsamen drin. Von daher macht es dann auch irgendwo Sinn, dass sie so ein bisschen bräunlich ist. Man sieht auf jeden Fall, dass sie sehr schnell in der Hand verläuft. Es ist eine sehr flüssige Konsistenz. Da werde ich dann gleich mal gucken, wie sich das in den Haaren einarbeiten lässt. Ich finde, dass es nach gar nichts riecht. Vielleicht so ein bisschen künstlich, aber ansonsten finde ich irgendwie nicht, dass es nach irgendwas riecht. Aber ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Okay, wenn ich das so in den Händen verteile, fühlt es sich so ein bisschen an wie Öl. Lässt sich auf jeden Fall leicht verteilen. Ich werde das jetzt einfach mal einarbeiten und dann mal gucken. Okay, ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen was mehr nehmen. Das war, glaube ich, ein bisschen wenig. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach ein bisschen flüssiger ist. Also ich habe es jetzt in den Haaren drin. Ich finde es bei flüssigeren Konsistenzen immer so ein bisschen schwer zu beurteilen, ob ich jetzt genug in den Haaren habe. Es war auch leider nicht wirklich ein richtiger Slip da. Also es hat sich eigentlich so angefühlt, als hätte ich gar nichts angearbeitet. Ich werde das jetzt einfach erstmal so lassen. Ich denke, dass die Menge, die ich jetzt benutzt habe, schon ausreicht. Es ist ein bisschen mehr gewesen, als ich sonst immer so als Probiermenge nutze. Aber weil es eben so flüssig ist und ich keinen Slip in den Haaren habe, finde ich das ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich werde es so jetzt, wie gesagt, erstmal so lassen und jetzt mit der nächsten Partie weitermachen. Die werde ich mir jetzt so abtrennen, dass ich nur meine Kopfkrone
auslasse. Und das mache ich nämlich immer so, weil ich die obere Partie ein bisschen anders mit der Damming Brush bearbeite als die unteren beiden Partien. Und jetzt habe ich mir diese Partie hier abgetrennt, also wirklich nur die Kopfkrone. Und die werde ich mir jetzt einmal kurz abklippen. So, und jetzt werde ich mit dieser Partie genau das gleiche machen wie mit der ersten. Das heißt, ich werde die jetzt erstmal so lange ansprühen, bis ich wieder dieses Squish-Geräusch habe. Dann werde ich diese Styling Potion einarbeiten und dann geht's auch schon an die Damming Brush. So, ich habe das jetzt eingearbeitet und jetzt geht's an die Damming Brush. Ich habe immer noch die D3 mit allen 7 Reihen drin. Und jetzt mache ich das bei diesen beiden Partien nämlich so, dass ich mir einfach so random Haarsträhnen nehme. Und da setze ich dann die Damming Brush an. Und während ich die Haare dann vom Kopf wegziehe, drehe ich die Damming Brush dabei. Und dann lasse ich das einfach so fallen. Das sorgt nämlich dafür, dass ich hier am Ansatz schon direkt so ein bisschen mehr Volumen bekomme und die Locken eben schon so ein bisschen aktiviert werden. Und das mache ich jetzt hier einmal um den ganzen Kopf rum. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt geht es an die dritte Partie. Ich muss aber sagen, dass ich gerade eben so gemerkt habe, während ich die Damming Brush benutzt habe, dass die Bündelungen nicht so dick sind wie sonst. Also diese Styling Potion, die sorgt auf jeden Fall nicht unbedingt dafür, dass die Locken irgendwie aneinander kleben bleiben und es eben größere Bündelungen sind. Ich habe hier auf jeden Fall jetzt schon viele feine, eher dünnere Bündelungen. Da werde ich auf jeden Fall dann nachher, wenn die Haare trocken sind, nochmal einen Blick drauf werfen, ob die Bündelungen dann alle wirklich etwas kleiner sind, feiner sind und eventuell dann zu mehr Frizz neigen. Aber das werde ich dann sehen. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal an die dritte Partie. Die werde ich jetzt auch erstmal wieder anfeuchten und dann die Styling Potion einarbeiten. Und danach zeige ich euch, was ich hier mit der Damming Brush anders mache. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Jetzt geht es an die Damming Brush und ich werde mir jetzt hier immer von hinten kleine Partien nehmen. Und da setze ich dann die Damming Brush an, kämme das einmal kurz durch und dann werde ich die Haare Richtung Hinterkopf ziehen und die Bürste dabei auch nach hinten drehen. Und dann lasse ich das einfach fallen. So, das habe ich jetzt soweit gemacht. Man sieht hier auch schon, hier ist jetzt wieder so eine leichte Welle. Das sorgt einfach dafür, dass man hier oben auch ein bisschen mehr Volumen bekommt am Ansatz. Und ich kann auch so dafür sorgen, dass ich hier keinen Scheitel bekomme. Also die Haare würden dann einfach so fallen, wie sie eben natürlich fallen würden. Und jetzt habe ich hier vorne meine Stirnpartie quasi. Und die bearbeite ich gerne mit Fingercurling, weil ich hier nämlich immer so kürzere Fransen, Strähnchen habe, die ich nämlich mit Fingercurling dann in einzelne Strähnen mit einarbeiten kann. Das sorgt nämlich dann dafür, dass ich nachher, wenn meine Haare trocken sind, nicht ganz viel Frizz ums Gesicht rum habe. Das heißt, ich drehe erstmal die Strähne, dann sind diese kurzen auch mit in der Strähne drin und dann benutze ich einfach Fingercurling und lasse die Strähne fallen. So, das habe ich jetzt auch soweit gemacht und jetzt geht es an das Styling Gel. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Ich werde das jetzt auch erstmal wieder schütteln, weil es ja drauf steht, dass man das machen soll. So. Okay, man sieht schon direkt, dass es ein Gel, was auch wieder etwas flüssiger ist. Es läuft mir hier direkt die Hand runter. Aber es ist definitiv fester als diese Styling Potion. Was den Geruch angeht, erinnert es mich auf jeden Fall irgendwie an frische Farbe. Auch interessant. Aber es hat auf jeden Fall so einen leichten Perlmuttglanz. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so richtig sieht.
Es ist auf jeden Fall so ein bisschen leicht perlmuttartig. Okay, lässt sich auf jeden Fall leicht in den Händen verteilen, fühlt sich an, als hätte es einen guten Slip. Und damit überziehe ich meine Haare jetzt einfach. Ich mache das immer so, dass ich die Haare einfach so ein bisschen überziehe. Dann legt sich das Gel nämlich auf die Bündelung, auf diese Styling Potion. Also ich gehe jetzt nicht nochmal mit den Händen richtig durch die Haare. Ich merke aber, dass ich auf jeden Fall noch etwas mehr brauche. So, das ist bei flüssigen Gelen auch immer so eine Sache. Ich glaube, da sollte jeder einfach für sich selber gucken, wie viel er benutzen möchte und wie sich das dann einfach anfühlt. Also ich benutze ja Gele jetzt schon seit mehreren Jahren. Deswegen habe ich da schon ein einigermaßen gutes Gespür für, wie viel ich so benutzen müsste für meine Haare, damit es wirklich auch überall rankommt und auch alle Bündelungen bedeckt. So, und wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt überall Gel habe, scrunche ich das dann nochmal ganz vorsichtig und langsam und auch nicht zu viel, weil eben immer noch Produktrückstände an meinen Händen sind und ich damit Bündelungen auseinanderreißen könnte. Also ganz vorsichtig und gezielt. Und wenn ich das dann auch geschafft habe, nehme ich mir hier wieder mein Seidentuch. Ich benutze das jedes Mal, wenn ich meine Haare style und ich empfehle es auch wirklich immer wieder weiter. Das Stylingtuch binde ich mir jetzt einfach um meinen Hals und so können dann nämlich die Haare da so ein bisschen drauf rumrutschen, während sie Luft trocknen. Das verhindert eben einfach, dass sie an meinen Klamotten hängen bleiben und dadurch wieder frizzy werden, weil das Stylingtuch nämlich so eine glatte Oberfläche hat. Und jetzt bin ich eigentlich auch soweit fertig, was das Styling angeht. Ich werde meine Haare jetzt Luft trocknen lassen, bis sie ungefähr zu 80-90% getrocknet sind. Auf beiden Produkten steht drauf, dass sich ein Cast entwickeln soll, deswegen werde ich mich dann auf jeden Fall nochmal wieder melden. Und dann gucken wir uns an, ob sich ein Cast gebildet hat und wenn ja, wie stark der ist. Ein Fazit zu den Produkten werde ich jetzt an dieser Stelle noch nicht ziehen. Das Einzige, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass ich meine Haare auf jeden Fall gepflegt anfühlen. Sie fühlen sich auf jeden Fall stark an. Ich finde jetzt schon, dass die Lockenstruktur relativ gut durchkommt. Sie fühlen sich nicht beschwert an. Das liegt wahrscheinlich daran, dass beide Produkte eben so eine leichte Konsistenz haben. Aber ja, soweit erstmal für diesen Moment. Ich würde sagen, ich lasse es jetzt einfach erstmal alles trocknen und melde mich später wieder. So, da bin ich wieder. Meine Haare sind jetzt so zu 80-90% getrocknet. Ich habe sie bisher einfach nur Luft trocknen lassen, habe meine Haare dabei aber immer so ein bisschen hin und her geschwungen. Also war die Haare komplett auf die Seite genommen oder auch mal auf die Seite, damit sie nicht einfach nur so platt runterhängen und dementsprechend auch so trocknen würden und ich dann auch weniger Volumen am Ansatz habe. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass ich noch ganz leicht so am Ansatz Feuchtigkeit spüre und auch hier in den Längen, so an den Spitzen, da merke ich noch, dass die Haare auf jeden Fall feucht sind. Aber man kann auf jeden Fall schon erkennen, dass sich hier ein Cast gebildet hat. Er ist zwar nicht der stärkste, aber ich finde, man kann es auch schon einigermaßen sehen. Die Locken stehen, also es hat sich hier auf jeden Fall ein Cast gebildet. Es ist ein bisschen knusprig, könnte man schon fast sagen. Und das merke ich auf jeden Fall hier, vor allen Dingen ums Gesicht rum, wo meine Strähnen halt so ein bisschen feiner sind. Da merke ich auf jeden Fall, dass sich da ein Cast gebildet hat. Bei den längeren bzw. dickeren Strähnen, da ist es eher nicht so. Also da ist der Cast nicht so durchgekommen. Aber die sind auch immer noch ein bisschen feuchter als die hier vorne. Also die hier vorne sind, das würde ich schon behaupten, eigentlich ziemlich trocken. Da müsste ich, glaube ich, mit dem Diffuser nicht mehr lang. Aber hier unten bei den etwas längeren und dickeren Strähnen, da wo der Cast eben noch nicht so ganz durchgekommen ist, da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal mit dem Diffuser ran. Ich würde also sagen, es ist ein leichter Cast. Er ist wahrscheinlich mit einmal Scrunchen auch komplett raus. Aber ich finde es auf jeden Fall positiv, dass sich ein Cast gebildet hat. Wahrscheinlich wäre er noch ein Ticken stärker geworden, wenn ich meine Haare nicht noch während des Lufttrocknens hin und her geschmissen hätte, sondern einfach nur so bewegungslos trocknen lassen hätte. Dann wäre er vielleicht noch ein Ticken stärker, aber dann würde sich die Trocknungszeit natürlich noch ein bisschen verlängern. Aber soweit erstmal. Ich werde meine Haare jetzt komplett trocken diffusen, bis sie halt wirklich komplett trocken sind und dann werde ich den Cast rauskneten und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Endergebnis nochmal an.
Ich habe den Cast jetzt rausgeknetet, habe das nochmal so ein bisschen aufgeschüttelt und bevor ich selber was dazu sage, zeige ich euch das Ergebnis jetzt erstmal wieder. Also, ich muss sagen, dass ich wirklich mehr als zufrieden mit dem Ergebnis bin. Erstmal ist mir direkt aufgefallen, dass meine Locken wirklich sehr definiert sind. Die Lockenstruktur ist wirklich überall richtig rausgekommen, auch hier unten bei den etwas längeren Strähnen, die eigentlich immer mehr so zu 2C neigen. Da sind zwar noch welche, die sind eher wellig, aber ich merke hier auf jeden Fall, dass da auch welche bei sind, die wirklich eine richtige Lockenstruktur haben. Auch die Haare, die ich direkt hier am Nacken habe, da merke ich auf jeden Fall auch, dass die Lockenstruktur richtig rausgekommen ist, dass hier nichts platt gedrückt wurde und dass meine Haare auch allgemein einfach sehr fluffig sind. Ich glaube, man sieht das auch, dass meine Haare wirklich sehr voluminös sind. Für Tag 1, also heute ist ja mein Waschtag, finde ich, dass es schon sehr viel Volumen ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen verhält. Normalerweise sind an Tag 1 meine Haare immer noch mal so ein bisschen platter als in den nächsten Tagen, weil da natürlich dann über die Tage hinweg auch immer noch ein bisschen mehr Frizz in den Haaren entsteht. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis bin. Es ist also tatsächlich so, wie ich das auch schon gedacht habe. Dadurch, dass beide Produkte eine leichte Konsistenz haben, beide relativ flüssig sind, beschweren sie die Haare wirklich gar nicht. Die Locken sind definiert und ich finde auch, dass ich relativ wenig Frizz habe. Also klar, hier sind natürlich wieder so einzelne Strähnen bei denen ich das vorhin auch schon meinte, die sind etwas dünner. Die Bündelungen haben sich nicht so komplett zusammenhalten können. Also ich habe hier auf jeden Fall ein paar Strähnen, die etwas dünner sind und die wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen mehr zu Frizz neigen werden. Ansonsten finde ich eigentlich den Frizz-Faktor auch gerade hier, man sieht es, hier ist überhaupt kein Frizz-Film. Da finde ich das auf jeden Fall richtig gut und das ist ja auch etwas, was das Produkt verspricht. Da steht ja auch drauf, dass es den Frizz minimieren soll, beziehungsweise kontrollieren soll. Und das kommt hier auf jeden Fall durch. Also hier sehe ich auf jeden Fall, der Frizz ist weniger geworden. Haargefühl ist auch wirklich super gut. Also ich habe das Gefühl, meine Haare sind stark. Sie sind weich, sie fühlen sich gepflegt an. Ich finde, den Glanz sieht man auch. Das ist wieder so ein natürlicher Glanz. Meine Haare glänzen ein bisschen, aber nicht zu stark. Da bin ich auf jeden Fall auch ein Fan von. Und was ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen wollte, ist, dass diese Styling Potion ja Leinsamen enthält. Das heißt, es sind Proteine enthalten. Ich gehöre ja zur niedrigen Porosität. Das heißt, meine Haare vertragen eigentlich gar nicht, beziehungsweise brauchen eigentlich gar nicht so viele Proteine. Hier in dieser Styling Potion sind nun mal diese Leinsamen drin. Ich habe aber in den letzten Wochen eher auf Feuchtigkeit gesetzt und Proteine eigentlich überhaupt nicht beachtet. Und eventuell kann es sein, dass die Leinsamen, also die Proteine hier in der Styling Potion, hier jetzt auch nochmal dazu beigetragen haben, dass meine Locken eben nochmal stärker sind und die Form einfach noch mehr aktiviert wird. Das kann natürlich auch noch sein. Das wollte ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Also hier sind auf jeden Fall Proteine drin. Um jetzt ein Fazit zu ziehen zu den beiden Produkten. Während des Stylings habe ich mir schon so gedacht, okay, ja, diese Styling Potion ist ja jetzt nicht wirklich eine richtige Cream. Wie werden sich meine Haare da verhalten? Es ist ja schon sehr, sehr flüssig. Es ist schwer abzuschätzen, wie viel ich davon jetzt in meine Haare klatschen sollte, beziehungsweise wann es genug ist. Bei dem Gel fand ich es auf jeden Fall leichter, das zu dosieren, einfach weil ich schon andere leichte Gele benutzt habe. Sie sind beide ziemlich geruchsneutral. Also ich habe gerade eben nochmal den Check gemacht. Ich rieche in meinen Haaren wirklich gar nichts mehr. Dadurch, dass beide Produkte eine leichte Konsistenz haben, werden die Haare einfach null beschwert. Sie fühlen sich luftig an, sie fühlen sich gepflegt an, weich, sie glänzen schön. Aber so alles in allem bin ich auf jeden Fall zufrieden mit den beiden Produkten. Ich würde sie euch auf jeden Fall bedenkenlos weiterempfehlen. Also ja, so viel dazu. Damit würde ich auch sagen, sind wir erstmal wieder am Ende des Videos angekommen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Jeden Sonntag kommt ein neues Video online, also falls ihr nichts verpassen wollt, ist da unten der Button zum Abonnieren oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.